Ach, der Neno schon wieder. Alles gut bei dir? Fertig mit Physik? Ach so. Oh. Upsi. Und diese Stalker, ey. Die so lange hier lauern, bis man online ist, ey. Ja, bestimmt hier am Stalken. Immer diese Fanboys. Ja, Mann. That's the spirit. Genau das will ich hören. Jawohl, 21 Muscheln. Direkt vor der Benachrichtigung von Twitch gekommen. Ja, so muss das. Das sind die wahren Fans. Die da sind, bevor der Stream beginnt. Jetzt muss ich mich noch umziehen, ne? Eklig. Hey, Harley. Was wollte ich eigentlich anziehen? Ich glaube... Nee, das gar nicht. Ich glaube, ich ziehe einfach... Ich habe die vergessen. Ich glaube, dieses hässliche Ding, ne? Ja, das sieht richtig aus. Alles gut bei dir? Ach nee, du musst jetzt programmieren, warum das denn? Ich lasse nebenbei etwas laufen und lausche. Alles klar. Na sicher doch. Nur relativ warm mittlerweile. Für meinen Geschmack zu warm. Weil wir das halt in der Informatik lernen müssen. Uff, womit programmiert ihr denn? Achso, ja, ja, klar, gut, ne? Eigentlich wollte ich in Ranked, aber dann habe ich gesehen, ich brauche noch ein paar Fragmente, will die ganzen Dinger verbrauchen, die ganzen Muscheln, und dann... Ja. Ja, genau. Profi halt am Werk, lass mich. Ich darf das. Eclipse, okay. Habe ich nie wirklich mit programmiert. Ich meine, gut, ich glaube, ich könnte gleich schon in Ranked reingehen. Ich bin halt X-Rang. Keine Lust, meine Wertung kaputt zu machen. Ich hab echt keinen Bock, wieder zurückzufallen auf S+. Es ist immer so anstrengend, wieder in X reinzukommen, weil auf S+ gefühlt einfach nur... Weiß nicht. Andere spielen. Ich sag mal andere.
Da klaut er mir der Kill. Egal. Ups, Entschuldigung. Das war nicht gewollt. Ja, wechsle ich meinen Ranked rein. Da kann ich auch Fragmente farmen. Das Plätze und das ist okay. Das ist mein Lieblingsmodus. Jetzt muss ich mich aber anstrengen. Turf Wars ist eigentlich recht easy. Da muss ich gar nichts machen. Ja, na gut. Ja, einfach deinstallieren. Mach weg den Scheiß. Welche Programmiersprache? Das klingt jetzt aber nicht nach einer Programmiersprache dann, ne? Exakt. Nein! Verdammt, egal, scheiß drauf. Ah, verdammt. Boah, wenn mir gerade jemand irgendwie auf WhatsApp. Ist so anstrengend. Wenn man so auf WhatsApp zugespammt wird. Eine Arbeitskollegin, die ungefähr so, ich glaube, über 50 ist. Versucht sich auf so einer Online-Dating-Seite anzumelden und jetzt kriege ich die ganze Nachricht, ich schaff das nicht, kannst du mir helfen? Ich denke mir so, ja, habe ich jetzt geantwortet? Nein. Muss mir nicht zum dritten Mal schreiben, ich schaff das nicht. Oh, das ist, uff. Ich glaube, die ist über 50 und. Ja, es. Ja, ich mach das so nebenbei. Ich krieg das irgendwie nicht hin. Aber sagt das Vio nicht. Nicht Spaß, ich hab ja hier Discord. Da habe ich ja. Ach, fuck ja. Als ob die uns jetzt so super krass zurückdringen, ey. Upsi!
geil. Ich habe auch keine Ahnung, aber ich meine, ich kenne ja kaum. Also ist halt gruselig. Seitdem kriege ich irgendwie jetzt seit ein paar Tagen immer wieder, Herr Katzmann, beim Online-Dating bleiben, nur wenn man, ich glaube, für eine Woche oder zweimal zusammengearbeitet hat. Ich glaube, Vio, du müsstest noch kennen. Das war die, die mal gefragt hat, ob ich ihr 5 Euro leihen kann. Random. Oh, ich bin zu doof dafür. Ist ja schlimmer als Online-Dating hier. Das Match. Oh shit. Ah, geh weg. Ah, das war eine uncool Kugel. Ja, macht nichts. Auch gar nicht wirklich so wichtig. Ist halt nur gruselig und mich nervt halt, weil ich habe halt im Handy noch nebenbei dann halt den Chat aktiv. Fuck it. Den Chat tab tief und ein bisschen Schubi laufen und dann vibriert mein Handy die ganze Zeit. Und dann steht dieselbe Nachricht wie vor 5 Minuten. Ich kann das nicht. Ja, ich komme nicht dran. Geht doch. Oh, dieser Roller, ne? Der nervt mich dezent. Da schon wieder. Ich würde dir auch Geld dafür geben. Alles klar. Aber jetzt. Lass mich doch einfach in Ruhe. Vielleicht block ich gleich. Sag für 100er mal. Genau. Finde ich gut. Irgendwas mache ich falsch. Ich glaube, ich muss einen neuen Plan entwickeln, wo ich weniger sterbe. Zum Beispiel. Ist schon wieder der Roller. Achso, die haben zwei Roller, ne? Ah, ja gut, okay, vielleicht sehe ich den deshalb so oft. Ja, GG. War ja schon mal ein guter Anfang. Einfach reinrennen, scheiß drauf, ist ja eh gleich vorbei, ja. Ja, genau. Gib es nicht. Ah, aber danke für die Panels. War super cool, finde ich, sehen super cool aus. Wenn ich neue brauche, dann weiß ich ja, wen ich richtig nerven muss. Ich habe da auch ein bisschen was Neues probiert. Okay, was hast du denn da Neues ausprobiert? Hast da indirekt deine Werbung reingeklatscht? Vielleicht sollte ich die nochmal überprüfen. Oder vielleicht hast du die Bilder so bearbeitet, dass wenn man ja da drauf drückt, eher auf deinen Twitter-Account kommt. Ja, wer weiß, überrascht mich immer wieder. Da ist ja gar kein Tor vor. Ich wollte eigentlich alles einfärben. Aber ist falsche Stelle, ne? Ja. Ach, ist das der nervige Roller in meinem Team? Jawohl, jetzt habe ich gewonnen. Easy. Eigentlich brauche ich schon gar nichts mehr machen. Ach, das ist gar nicht mein Stinky. Wir haben mit beide von dem Hintergrund ein bisschen herumprobiert und wie es am besten ausschaut. Ich finde das cool. Hat mir sofort gefallen. Das traf direkt meinen Geschmack, finde ich cool. Das Bild kenne ich auch aus dem Game.
Als ob die so viele Kackwolken da haben. Pika. Ein Pikachu. Hat der mit dem Jetpack schon wieder. Oh, schnell weg. Ah, shit, Wand. Nein. Ich brauch Tinte. Wow, ich komm da nicht hoch. Nein, komm wieder, kleines Männchen. Also, du wolltest schon das Bild nehmen, wo noch nicht mal der Text drauf stand. Ich dachte, du schickst mir das und dann soll ich selbst den Text da drauf fügen. Deswegen dachte ich, gut, das ist bestimmt fertig, dann soll ich da meinen Scheiß selbst noch mitmachen. So als Rohmaterial, für den Fall, dass ich zum Beispiel nur irgendwann Discord oder so draufklatschen möchte. Ich will meinen Regen. Ärgerlich. Oh, ich war da oben. Wow. Ich habe es dir nur geschickt, um zu fragen, ob es passt. Achso. Ach cool, irgendwen hab ich erwischt. Ach, also. Gut.
Ich muss erstmal wieder richtig reinkommen, ey. Ich bin so schlecht geworden, ey. Oh ne, ärgerlich. Er ist hier durchgeschlichen. Ach, da der Roller. Okay. Egal, gewonnen. Also ich hoffe, die ersten PC-Teile kommen schon morgen an. Bringt ja nichts. Fehlt ja noch der Rest. Müssen alle auf einmal ankommen. Dann kannst du basteln. Und dann letzten Stream machen. Starten so. So, einmal kurz, was Darky geschrieben hat. Ah, 29.05. fast. Kann man ein bisschen vorbauen oder wie? Klar, geht. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, machst du eins aus Pappe oder so. Und steckst da schon mal an. Nimmst du das aus deinem jetzigen PC? Na, wer will da denn von hinten kommen? Er ist ja schon tot. Der ist auch tot. Tintenschock. Jawohl, ich bin unter. Na, fuck. Hi, Phil. Ja, wo Netze und die Festplatte können schon reinkommen. Ich weiß ja nicht, ob du dir auch schon ein Gehäuse gebaut hast. Also, wenn das Gehäuse kommt, ist ja eigentlich ganz praktisch. Also, Festplatte kannst du sowieso dann schon mal einbauen. Wow, in die Bombe geschwungen. Sehr gut. 16. Juni. Er ist ja bald. Außer du meinst nächstes Jahr, dann dauert das echt nur eine Weile. Also da wäre ich auch ein bisschen sauer. Na siehst du, guck mal, da kannst du ja schon mal anfangen mit Puzzeln. Baust du dann einen PC zusammen? Wo kommt der denn her? Ja, 2020. Achso, ja, hätte ja sein können, ne? Man weiß ja nie. Boah, das ist nicht mein Kill. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, mit viel Liebe ihn getötet, ne? Nein! Boah, Überraschungsangriff. Unfair. Oh,
Aber schnell zurückziehen, ich habe Angst. Ich zähle mich eh, ne? Ja, egal, dann ziehe ich mich noch weiter zurück als zurückziehen. Ich glaube langsam, der Eimer-Spieler, den ich immer angeblich töte, aber trotzdem keinen Kill kriege, der stirbt einfach. Ich glaube, das ist so seine Bestimmung. Der platzt einfach. Kann ja nicht sein. Ich knall den mal ab, kriege keinen Kill. Oh, Binse. Weg, 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 weg. Ja, nichts. Als ob. Sagt doch, wird easy. Schaffen wir. Keine Herausforderung. Bin dann gespannt, wie manche Spiele dann mit WQHD-Monitor und RTX 2070. Wir haben nur erst 2020. So weit geht das dann noch gar nicht. Oder kommt die erst 2070 an? Wenn ja, dann ist das schon krass. Dann dauert das echt lange. Super ausschauen werden. Ja, bestimmt. Ich muss sagen, solche Begriffe wie WQHD, die sagen mir dann meist selten was, so. Ich müsste jetzt nachgucken, was ein WQHD, also gut, HD kenne ich, ja, ja, aber was WQ, ich glaube White, nee, White. So tief gehe ich nie in eine Materie rein. Aber gut, vielleicht liegt es auch daran, weil ich überhaupt gar kein Interesse an PC-Bau habe. Und Hardware-Gedöns. Ist die Karte denn so super? Wäre nicht mega besser? So eine 20,7 Mega? Oder Giga? Oder ist das erst so, muss sie sich erstmal entwickeln, wie so ein Pokémon? So die Superdigitation zu wie so ein Superball. Ein Superball, dann gibt es die Hyper und die Meister. Du solltest dir einen Meister holen, weil die ist halt meisterhaft. Damit kannst du jedes Bild mit einem Wurf abspielen. Als ob da noch jemand kam. Das ging schnell, glaube ich. Ich habe zumindest habe ich nicht drauf geachtet. Wie gesagt, ich kenne mich in so den ganzen Kram nicht aus und bla, also bis dann soweit. Alles klar, Harley. Ciao, ciao. Bis später. Wahrscheinlich bei Basti dann. Aber das ist mir dann zu technisches Blabla. Also das ist wie, weiß nicht, da kannst du genauso gut mit Automarken ankommen und bla und so. Und das ist dann nicht meins. Da fehlt mir halt das Interesse.
6, Sniper tot. Easy. Oh nein, bitte tu mir nicht weh. Ja, so geht's auch. Ja gut, klar, ich meine, letztendlich sind es ja nur Begriffe und Namen für irgendwelchen Quatschgedöns und sowas, aber... Ich meine, gut, klar, wenn ich jetzt einen PC bauen würde, müsste ich mich damit halt auch auseinandersetzen, wie die ganzen Grafikkarten blablub wie heißen und was gut ist, was schlecht. Muss ich aber nicht. Überraschung. Surprise. Wieder der Sniper. Komm her. Sehr schön, so ist das richtig. So muss das sein. Komm, dich krieg ich auch noch. Zack. Okay, das war eigentlich mein Kill. Aber gut, lass ich mal durchgehen. Sind ja ein Team hier. Ach, der Sniper schon wieder. Den habe ich eh gefressen. Die Wanne. Nein, komm wieder zurück. Ja, sehr gut, so muss das sein. Du. Warte. Sehr gut. Da hoch komme ich jetzt gar nicht so cool. Ah, okay. Sehr gut. Ja, Konsolen reichen eh vollkommen aus, aber ein PC ist richtig nice. Vor allem, wenn du ihn selbst zusammenbaust. Ja. Als ich mir damals meinen ersten PC zusammengebaut habe, war das auch echt cool. Hatte Spaß gemacht und danach hatte ich die Schnauze voll. Jetzt finde ich das immer furchtbar, wenn ich irgendwie ein PC zusammenbaue. Im Rangteam, ich wünschte, ich hätte solche Mates. Aber praktisch, jetzt kann ich einmal kurz rausgehen und mit meinen Muscheln den ganzen Kram nochmal neu würfeln. Hallo Alina! Ja, eigentlich mache ich lieber dann abends irgendwie Gaming an und so. Morgens mache ich ehrlich gesagt nur wegen Animal Crossing. Ja, das heißt, so hättest du welche Mates? Na, ich glaube... Also ich glaube, mich hättest du nicht gerne als Teammate. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich die anderen drüber fluchen, dass ich in deren Team bin. Aber was wollte... Nee, gar nicht. Ich wollte das da drüber machen, ne? Zack. Ich habe nur keine Lust auf Aufsetzen vom PC. Ja, ich finde das furchtbar. Vor allem wenn, also auch jetzt, wo ich neue Notebooks geholt habe und durchprobiert habe und so und was für Stream und bla ganz gut ist, finde ich super anstrengend. Auch wenn mich das Notebook immer fragt, na, wie heißt du denn? Wer bist du denn? Möchtest du eine Internetverbindung haben? Kein Thema, steht doch bei deinem Router, muss ich doch nur einloggen. Ja, wir machen noch deine Updates für eine Stunde. Und dann kannst du in 3 Wochen deinen Quatsch haben. Ich bin in allen Modi X 2300 bis 2500. Ja, ich ungefähr fast auch. Du musst nur eine 0 abziehen, dann habe ich so mein Ranking. Das ist fast das gleiche. Nee, Quatsch. Ich glaube, ich weiß nicht, was mein höchstes ist. Müsste ich nachgucken. Aber nicht wirklich krass hoch. Ich bin jetzt wieder dabei, mich so ein bisschen reinzuspielen. Ja, spiele auch nicht super krass häufig. Ich baue mir gerade nämlich ein bisschen neues Equip. Ich brauche ein bisschen, wollte mir ein bisschen mehr Hauptwaffe drauf klatschen. Und da fehlt mir noch halt für ein Rüstungsteil noch genug Fragmente. Aber dann ist genug drauf. Dann hoffe ich, dass ich damit wieder richtig krass durchziehen kann. Zumindest ein bisschen. Denke, mit dem Ryzen 7 und 3700X wird das nicht wirklich ein Problem sein mit dem Aufsetzen. Nee, ist ja kein Thema, aber ist halt trotzdem immer tote Zeit halt
Dann machst du halt nichts, du klickst dich durch. Ist halt verschwendete Zeit halt immer. Dieses, Wobei man ja sagen muss, es geht ja schon schneller. Also. Ja. Ich spiele gerne generell also die Doppler. Die einzigen, also die Sprenkler und die normalen Doppler. Manchmal auch die Dualis, die, also die Dualplatscher. Ja, verständlich, kann ich nachvollziehen. Aber ich musste den Quatsch auch immer für meinen Bruder tun. Und letztendlich habe ich genau das gemacht, was er hätte auch machen können. Einmal kurz googeln. Ja, ich bin Splatling. Ein cooles Splatling und Nautilus Main. Beziehungsweise Naut lerne ich noch. Nautilus, ist das nicht auch noch eine Splatling? Was mit den Hydranten? Hydrant ist bestimmt auch cool. Zumindest kannte ich wen, der ganz gut mit dem Hydranten war. So, wie viele Muscheln habe ich noch? 4. Ja, das kriege ich jetzt auch noch weggerollt. Dann sollte ich eigentlich genug Würfel gerollt haben. Oder wie Lamia mal sagt, los, Würfel rollt. So, es sollte jetzt genug Fragmente sein, ne? Kann ich diese hässlichen Klamotten erstmal loswerden, ey? So, bla bla. Achso, ja gut. Ja, ist ja für jeden immer wieder unterschiedlich. Ich könnte gar nicht mit Splatling spielen. So, was wollte ich haben? Das. Das. Und. Das, richtig. Sieht irgendwie nicht so richtig aus. Das sieht richtiger aus. Gibt es irgendwie was Cooleres? Naja, das ist jetzt irgendwie. Ich könnte auch die Hörnchen nehmen. Ich bin die. Da muss ich mich jetzt entscheiden. Ey, nehme ich echt die Hörnchen oder die Bandana? Sind ja eigentlich schon witzig. Habe ich denn noch so? Ja, die Kappe ist zu groß, das sieht bescheuert aus. Ja, die wären auch cool, aber da fehlt mir noch. Hätte ich erweitern müssen. Ja, komm, ich nehme das Bandana. In der aktuellen Zeit vielleicht auch gar nicht so schlecht. Man weiß ja nicht, wie man als Inkling auf sowas reagiert, ne? So, dann muss ich nur sauber machen. Und dann. Zack. Hauptschwimmen und Sekundär. Haupt. Schwimmtempo. Und sekundär. Ja. So. Das gefällt mir noch nicht besser.
Okay, Twink hat wohl einiges mehr gespielt. Zumindest schon Level 87. Schauen wir mal. Ich hoffe einfach, der ist in meinem Team. Da muss ich nichts machen. Ach, die Arena schon wieder. Hey, die zwei Mods haben was in den Chat geschrieben. Lass die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Du bist gruselig, dort zu stalken. Nicht so weit, nicht so weit. Ach gut, das war nice. Ja, das ist mein Ring, dann hau ich ab. Ah, schnell, 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 schnell. Kommt er den Schwamm hoch? Nee, ne? Okay. Gar keiner hoch. Oh, Schirm, ich hasse Schirm. Nee, oh, ich finde das furchtbar. Vor allem, immer wenn ich was schreibe, schreiben die dann nichts. Ja, das kenne ich. Sobald die wer schreibt, den sie nicht mögen, hören sie auf zu schreiben. Ah, komm ich nicht dran, scheiß drauf. Komm ich an den? Hat er mich bemerkt? Nee, ne? Ne, kein bisschen bemerkt. Nein! Oh, die ist verdammt. Nein, nächste. Nein, oh, komm schon, Leute. Okay, gut, gut, gut. Ja, bestimmt über privat oder auf deren Mini-Server da. Müssen ja selbst wissen. Läuft ja. Easy. So, zwei Emojis reingeschickt. Wird sicherlich als Emoji-Spam erkannt. Ich hoffe nacheinander, ne? Erst ein Emoji, dann den zweiten. Ah, shit, der stand. Oh, der ist nicht schlecht. Zumindest stand er in seiner Wand drin. Als ob der mich da oben kriegt. Es gab doch da den einen, der immer nur Emojis geschrieben hatte. Hieß ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall gab es da immer einen, der hat immer diesen komischen Geist mit dem Trinkpäckchen gespawnt. Jedes Mal, immer wieder. Und hallo.
Oh shit, Tintenhock. Verdammt. Ich muss öfters in die obere Leiste schauen. Geprankt. Hast du das schon fast gemobbt? Nope, nicht mit mir. Shit, egal, einen habe ich mitgenommen. Ist nur noch der Tja. Springe ich gleich einfach zu Luma hin. Luma fängt mich. Okay. Ja, jetzt läuft doch ganz gut. Glaube ich. Oh, nicht mal diese Map. Die Map ist eh cooler. Mag ich lieber. Na gut, die gibt es ja seit dem ersten Teil, aber da ich den ersten Teil nie wirklich lange gespielt habe, war die so gut wie neu. Also ich kannte die, aber halt nur aus dem Turf, boah. Oh, nicht mit mir. Ah, verdammt. Ich hab die Map in Splatoon 1 gehasst. Was? Wieso das denn? Lol. Ah, verdammt. Ich finde die witzig. Ah, als ob er seine Special zündet. Mochte sie eigentlich nicht von der Form her. Inzwischen zwei haben sie die Map etwas verbessert, to be honest. Boah, ich habe so wenig Splatoon 1 gespielt, dass ich echt gar nicht sagen kann, wie dem ersten Teil aufgebaut war. Lol. Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach nur immer ein bisschen Turf war gespielt, dann war ich irgendwann Max-Level und habe gesagt, ja, dann habe ich jetzt halt durchgespielt, kein Bock mehr. Müssen wir nur noch verteidigen, ne? Ist doch easy, ne? Kriegen wir doch hin hier. Ja, ich glaube, wird easy. Nein, den wollte ich auch noch kaputt machen, aber der war gemein. Aber egal, in 3, 2, 1, fast gewonnen. Also wir führen.
Ist ja fast gewonnen. Shit, oh shit. Na, komm schon. Hoi. Na, komm wieder her. Komm wieder her. Jawohl. Ja, schnell umfärben, schnell, schnell. Zack, zack, zack. Gut. Ja, hier ist es. So, nicht mit mir, Freundchen, nicht mit mir. Ah, hier ist doch jemand. Nein, nein. Okay, okay, ist weg. Lol. Ja, ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Ah, weg, weg, weg. Okay, der ist eh tot. Komm, ich will. Jawohl, den Ring. So muss das. Nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit mir. Die krieg ich auch noch. Zack. Nein, 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 nein. Nicht umfärben. Fui, 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 fui. Nein. Ah, verdammt. Das wäre so schnell vorbeigegangen. Nein, 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 nein. Okay, zack. Ich bin ja gerade richtig in Fahrt hier. Was ist los hier? Man könnte fast meinen, ich hätte mal Splatoon gespielt. Nein, nein, nein. Junge, Junge, nein, so nicht. Nein. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ah, verdammt. Okay, gut. Ich weiß noch, als Probespieler gesagt haben, dass sie richtig lange gebraucht haben, bis sie Level 20 erreichen. Eine Woche wurden viele schon Level 20. Ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe, aber ich weiß, ich habe damals für Splatoon 2... Wieso sehe ich den nicht? Warum bin ich so blind? Egal. Ungefähr 200 Stunden für den Max-Rang hier in, also Level 50 gebraucht habe. Ich habe keine Ahnung, wie das damit in 1 war, ob das echt... War das da nicht das Level-System richtig kacke irgendwie? Irgendwas war damals. Das war so schlecht, das mussten ja irgendwie umbearbeiten. Also, dass man da echt kacke Erfahrungspunkte gekriegt hat. Na... Ah, als ob... Ey, die holen doch jetzt nicht auf. Ey, da stirbt man einmal, ne? Die schon wieder. Na gut. Fein. Aber wenn ich schaffe, auf die andere Seite zu kommen, das wäre schon mal cool. Ah, noch nicht. Obwohl, doch, doch. Die Hälfte des gegnerischen Teams ist ja schon tot. Die sind alle tot gleich. Brauch mich gar nicht. Guck, da kriegen die noch einen Regen entgegen. Zack. Ah, so schlecht. Ich war so schlecht. Es gab keinen Grund, da runter zu gehen. Und ich ging trotzdem runter. Egal, ich spring zu denen da. Gut, bin dann weg. Bis dann. Ciao, Nino. Schönen Abend noch.
Oh, oh hell no. Ach, verdammt. Egal, den einen habe ich mitgenommen. Ich hoffe. Ja, ich springe nicht noch. Obwohl, brauche ich gar nicht mehr. Ne, brauche ich nicht. Na, 2094. Okay. Verbesserungswürdig. Müsste Basti nicht auch gleich streamen?